knapp 20 Minuten Trainspotting. Das ist der Inhalt der heutigen Folge Transport Fever. Herzlich willkommen zurück. Und da ist auch die Railjet Doppeltraktion endlich unterwegs. Auf vielfachen Wunsch. Jetzt habe ich ihn auf die Karte geschickt und er passt sogar fast komplett in den längsten Bahnsteig am Salzberger Hauptbahnhof. Ist, glaube ich, minimal länger als die ICE, also den ICE, den ich in Doppeltraktion auf der Reise habe, und auch ein bisschen länger als der ICE 1. Ich glaube, 410 Meter müssten ungefähr hinkommen, der Railjet in Doppeltraktion. Und wir bleiben mal so ein bisschen, also ich habe einfach an verschiedenen Orten wieder in die Gegend rumgefilmt. Wir bleiben mal ein Stückchen noch hier an der Schnellfahrstrecke, lassen da ein bisschen was durch die Gegend ballern. Den Railjet wird man später auch nochmal zu sehen bekommen. Hier in diesem Tunnelportal, ich habe tatsächlich hier nochmal eine Schranke hinzugefügt, damit eben bei Bedarf auch Rettungsfahrzeuge in den Tunnel hinein können. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und ansonsten haben wir alles Mögliche an Zugverkehr heute im Fokus, was eben so auf der Karte herumfährt. Einzig den Dieselbereich habe ich jetzt ein bisschen ausgenommen, weil ich den nochmal ein bisschen vom Rollmaterial her umbauen möchte. Also da will ich einfach nochmal andere Sachen auf die Reise schicken. Und das hätte den Rahmen, glaube ich, sonst auch ein bisschen gesprengt für die heutige Folge. Aber ansonsten dürfte so ziemlich von allem ein bisschen was dabei sein. Eben Nahverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr. Regionalexpress Richtung Bergstrecke. 46 gönnt sich ein HP0 an der Stelle. Und auch ein Neuzugang. Eine neue Nightjet-Kombination habe ich nochmal zusammengestellt. Bisschen kürzere Variante, aber dafür diesmal ohne Doppelstock. Und dazu die passende Zugbegegnung. Das ist, glaube ich, der Eurocity. Sehen auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut aus, die ganze Nightjet-Kollektion. Generell die ganzen ÖBB-Waggons, die es mittlerweile im Spiel zur Verfügung gibt. Das ist halt wirklich farbenfroh, sehr variantenreich. Und die sind auch immer in der Realität relativ bunt zusammengestellt. Also ich hatte mir halt ein paar Zugzusammenstellungen angeschaut. Gibt es ja diverse Websites, auf denen man sich das alles ansehen kann. Und der ist sogar relativ nah an der Realität. Was die Wagenreihung betrifft. So, hier ist so ein kleines Nadelöhr, dort wo sich die Strecken so ein bisschen aufsplitten Richtung Schnellfahrstrecke und Altbaustrecke. Da gibt es immer wieder ein paar HP0s für den einen oder anderen Zug. Und der geht auch über die Bergstrecke jetzt hier, dieser Nightjet. Weil der halt nicht so schnell fahren darf, weil irgendwie ein paar war. Also tatsächlich, ich glaube, diese ganz blauen, tiefblauen Waggons, der ganz am Schluss dran gehängt war, der hat, glaube ich, nur Tempo 140 oder so. Und das ist einfach ein bisschen zu wenig für die Schnellfahrstrecke. Dieser Kollege im Gegensatz natürlich fährt über die Schnellfahrstrecke mit der Baureihe 120. Und da ist auch wieder die Doppeltraktion. Und wenn ich das anmerken darf, die Lok ist diesmal auch richtig rumgedreht. So, am Güterbahnhof bleiben wir auch nochmal einen kleinen Moment und lassen hier ein paar Züge aus- und einfahren. Schön die lange Güterzüge hier. Der Kiesbomber, aktuell glaube ich der längste Zug auf der Karte, sogar noch ein Stückchen länger als die ganz langen Containerzüge. Der hat ordentlich was zu tun, der Kollege. Den 189er. Und auch das ist halt wieder so eine Stelle, wo es super schwierig ist, die Sounds der ganzen Züge korrekt einzufangen. Das ist in diesem ganzen Bereich, da ist halt auch recht viel Trambahn ganz in der Nähe. Dann haben wir ganz in der Nähe eben noch die S-Bahn-Strecke und die Hauptgleise, wo der ganze Personenverkehr durchläuft. Da ist es wirklich super schwierig, die Sounds von den Güterzügen einzufangen. Also schwierig bis unmöglich. Das ist wie
weiß nicht, wie so ein Bermuda-Dreieck hier für die ganzen Sounds. Es wollte mir einfach nicht gelingen, das alles vernünftig einzufangen. Aber die Bilder, glaube ich, sind dafür alle ganz nett geworden hier. Auch das ist immer schön anzusehen hier, diese Filmstelle, wenn gerade ein Güterzug oben drüber rollt und der Personenverkehr unten durch. Da gibt es doch immer ein bisschen was zu sehen hier. So, auch hier wieder ein paar so Aufnahmeschwierigkeiten gehabt. Ich habe es ja schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen. Ich glaube, meine Festplatte verabschiedet sich demnächst irgendwann. Meine Aufnahmeplatte. Meine Hauptaufnahmeplatte. Da ist auch ein ganz netter Zugverband hier mit der Doppeltraktion Ludmilla. Viele Tonnen Stahl. Ja, und für die Nietenzähler, vielleicht sollte ich tatsächlich die Signale noch ein paar Meter nach vorne versetzen, beziehungsweise nach hinten versetzen, wegen dem Durchrutschweg. Da achte ich tatsächlich zu selten drauf. Aussehende Schweizer Kollege. Das ist das Einfahrsignal für den Salzberger Hauptbahnhof. Da dürfen Sie des Öfteren mal ein paar Minuten warten. Und dann geht's mit Tempo 60 an die Bahnsteigkante. Ist im Übrigen, glaube ich, eine gute Idee. Tempo 60 im Großen und Ganzen für die Bahnhofsvorfelder, so kurz vor den Einfahrtbereichen an die Bahnsteige. Dann hat man auf jeden Fall immer ein gutes Tempo, dann rauschen die Züge da nicht wie die Bescheuerten rein, sondern rollen da schön gemächlich in den Bahnhof ein. Und das gibt eigentlich immer ein gutes Bild. Hier schön alles zu bestaunen. Einfach komplett auf Tempo 60 beschränkt, den kompletten Einfahrbereich. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. So, ein bisschen das bunte Treiben hier nochmal gefilmt am Salzberger Hauptbahnhof. Mal die Kamera, das Kameratool hier in einen Waggon reingefriemelt. Eigentlich auch eine ganz coole Perspektive. So, der Kollege kommt von der Dieselstrecke. Aus dem Allgäu-Oberland-Bereich. Auch hier mal nett, wenn das Signal auf grün geht für den Giruno, dann mit der Zusatztafel noch. Warum er denn den Pantographen gerade eingefahren hat, keine Ahnung, woran das liegt. Ist mir hier beim Filmen auch zum ersten Mal aufgefallen. Muss ich mal darauf achten. Hebt er dann parallel den hinteren Pantographen? Ich weiß es nicht, aber es macht irgendwie wenig Sinn in meinen Augen. Und wirklich ordentlich was los hier am Salzberger Hauptbahnhof. Also da fährt immer was ein. Das hat eigentlich jetzt schon fast so oder ungefähr den Status oder den Ausbaustufe und die Anzahl an Zügen erreicht, wie es eigentlich beim Koblenzer Hauptbahnhof der Fall war auf der letzten Karte. Das ist ja auch ein bisschen ähnliches Layout. Nicht ganz so, aber schon kein so wahnsinnig großer Unterschied wie auf der letzten Karte mit den Güterdurchfahrtgleisen. Und das funktioniert schon prächtig.
auch nettes kleines Detail. Hier habe ich noch eine Treppe reingezogen, damit man halt auch zu diesem Abstellbereich irgendwie zu Fuß hinkommt. Auf direktem Wege, ohne dass man irgendwie hunderte von Metern über die Gleise laufen muss. Auch die Perspektive, das ist jetzt wieder am Güterbahnhof, ne? Ich hatte relativ viele Probleme hier bei dem ganzen Gefilme. Da waren einige Aufnahmen, also einige Sequenzen einfach nicht zu gebrauchen. Eben weil meine Festplatte, also ich gehe davon aus, dass es an der Festplatte liegt, da so ein bisschen rumgezickt hat. Dann habe ich nochmal eine kleine Session eingelegt und das kommt jetzt nochmal hinten dran. Deswegen bin ich hier einfach nochmal zurück zum Güterbahnhof gegangen und habe diese Perspektiven nochmal eingefangen. Sieht einfach cool aus hier mit der Eisenbahnbrücke, mit dem Güterverkehr, zwischen den Häuserschluchten durch. Viel los auf der Straße. Dann ein bisschen weiter vorne hier, wo die ganzen Personenzüge durchrauschen. Ja, schon eine coole Mischung geworden hier. Es lohnt sich auf jeden Fall, überall kleine Brücken und Unterführungen einzubauen. Dann kriegt man eigentlich immer irgendwelche schönen Filmstellen. Auch hier filme ich immer wieder gerne. Gibt einfach schön viel zu sehen. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Das müsste auch also kurz vorm Salzberger Hauptbahnhof eben und ungefähr so die Ecke beim Eisenbahnmuseum, was ihr ja in der letzten Folge zu sehen bekommen habt. Das ist ungefähr so diese Ecke. Auch immer eine nette Idee, diese kleinen Fahrdienstleiter und Blockstellwerke noch mit passenden Beschriftungen zu versehen. Auch immer noch ein kleines nettes Detail. Und super Timing, oder? Habt ihr gesehen, das Signal ist gerade umgesprungen. Tempo 80 angekündigt. Das gilt für den Kollegen ICE hier an der Stelle. Und er bremst auch schon runter. Ach, schön, mit diesen drei Strecken hier, Sechsgleisigkeit. Da geht was. Da kann man dann schon ordentlich was auf die Strecke schieben. Und genau so ein Setup hatte ich eben auch im Kopf, als ich die Karte begonnen habe. Also ja doch, in den meisten Abschnitten auf der letzten Karte war es halt immer zweigleisig. Klar, das hat auch seinen Reiz, aber solche Stellen sind halt schon echt cool, wenn man davon einfach mehr hat. Mindestens viergleisig, gerne auch mal sechsgleisig. Der Hauptbahnhof. Dann kann eh schon nichts mehr schief gehen. So, da ist der Kollege wieder. 410 Meter Railjet. Ja, wunderbar. Wunderbar, ich glaube, ich sollte öfter mal wieder Trainspotting-Folgen einbauen, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe schon den Eindruck, das kommt eigentlich immer ganz gut an. Und ich glaube, so weit können die Geschmäcker da gar nicht auseinandergehen. Ich finde das richtig gut. Mindestens zweiwöchentlich müsste das eigentlich über die Bühne gehen. Einfach nur reines Trainspotting an den fortgeschrittenen Bauabschnitten. Vielleicht auch mal ein bisschen thematischer bündeln, also jetzt ist ja schon bunt gemischt, wobei das eigentlich am schönsten ist, finde ich. Aber man könnte auch einfach mal den Fokus 20 Minuten auf den Güterverkehr legen oder sowas in der Richtung. Ich glaube, Themen gibt es für solche Folgen auch einfach genug.
dieses Synchrone immer bei den Sims. Das ist echt so cool. Und ich habe beim Nachfolger noch gar nicht drauf geachtet, ob das besser geworden ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ist nicht zu ändern. Aber immerhin, es ist ein bisschen was los. Also es sind nicht nur statische Sims, die ich hier hingestellt habe, sondern die Linien, die Sinn ergeben für die Sims, die werden schon auch benutzt. Und was mir auch generell immer gut gefällt bei dem Hauptbahnhof, ist einfach praktisch unmittelbar nach dem Bahnhofsbereich eine schöne Kurve zu haben hier, wenn sich die Züge da so rein und raus schlängeln und die Bahnsteigkanten dann so schmal zulaufen. Das ergibt auch immer schöne Bilder hier. Gute Perspektiven hier. Na, bis auf das der Oberleitungsmast mitten auf dem Fußweg steht, ist mir auch noch nie aufgefallen. Ja. Und hier drüben der Nahverkehrsbereich des Hauptbahnhofes, wo die ganzen S-Bahnen durchfahren. Getrennt voneinander natürlich. Fernverkehrsgleise in der Mitte, Nahverkehr in den äußeren Bereichen des Hauptbahnhofs. Und ich glaube, bis hierhin ist dieses ganze Salzberg doch schon eine ganz nette Sache geworden. Hat sich gut entwickelt mit den ganzen Gleisbereichen. Hauptbahnhof ist nett geworden. Bahnhofsvorplatz, da bedarf es natürlich noch ein bisschen Arbeit. Das soll dann schon ordentlich detailreich werden, weil da ist auch einfach viel los. Viele Trambahnen, ein paar Buslinien, die da entlang fahren. Aber ansonsten ist das hier schon alles in einem ganz zufriedenstellenden Zustand. Für eine Freestyle-Karte ohne wirkliches Vorbild, mal abgesehen von so ein bisschen Inspiration natürlich, ist das glaube ich schon alles ganz gut. Wenn ich das mit älteren Staffeln vergleiche, da liegen echt Welten dazwischen. Und ich bin mal gespannt, ob man das wieder so gut hinbekommt im Nachfolger irgendwann. Das hängt halt alles von den Mods ab. Das sehe ich jetzt auch, wenn ich selber immer ein bisschen am Basteln bin in Transport Fever 2. Da ist halt schnell die Grenze erreicht, wirklich sehr, sehr schnell. Die Grenze des Machbaren. Das ist kein Vergleich, was hier alles aktuell möglich ist und was im Nachfolger aktuell alles möglich ist. Da steht und fällt alles mit den Mods. So, dann soll es das aber auch langsam gewesen sein mit dieser Trainspotting-Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, die ganze Geschichte hier. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Kommenden Montag, würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.